Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4. Wir sind wieder zu Hause angekommen. Nach diesem Dschungelurlaub, der richtig geil war. Unsere Pflanzen gedeihen hier auf dem Balkon wie sonst was. Und ich bin irgendwie schon froh, dass wir keinen Strom haben. Unser Briefkasten überquillt auch schon. Wir müssen aber nicht viel Miete zahlen, ne? Jetzt gerade so. Habt ihr gesehen, wie voll? So. Wow. Oh. Gerade aus dem Urlaub zurück und direkt wieder alles scheiße. Ach, erstmal ganz langsam. Oh, die ist auch noch krank. Und dann kannst du reparieren, dann kannst du wischen, alles. Und du kannst erstmal hier dich um das alles kümmern. Alles verkaufen. Komm, mach einfach. Mach einfach. Oh nee. Direkt wieder die Kakerlaken am Start. Oh. Das kannst du aber mal gerne leeren. Das ist nämlich schlecht. Hätte ich mir das Geld jetzt sparen können, die 5. Hey, ich wollte mich heute mal in der Stadt umsehen. Kann ich mich bei dir fertig machen? Ja, komm einfach rein. Macht nichts. Nee, nicht setzen. Oh. Was war das denn für? Habt ihr das gesehen? Stopp. Bevor wir jetzt spielen, will ich euch mal die Mods zeigen. Leute. Also. Oh, ich habe doch neue Objekte. Komm, die müssen wir uns jetzt ansehen, Leute. Müsst ihr jetzt durch. Boah, ich feiere dieses Bett. Das ist so schön, ne? Hä, das hier ist doch gar nicht neu. Oh, wie cool. Das meiste davon ist doch gar nicht neu. Warte, ich muss mal eben kurz filtern. Und zwar, coole Küchen, Garten, Vintage, Bowling und Waschtag. So. Der Sessel ist mega geil. Ey, der ist so geil. Oh, guck mal, so für den Garten, so richtig schöne Möbel. Oh. Oh, den gibt es auch in so richtig coolen Farben. Ja, da gibt es in coolen Farben. Oh, wie geil. Wie geil. Wartet. So kann man drehen. Ey, das sieht so cool aus, ne? Oh, dieses Ko die Korbmöbel. Boah, wie cool. Leute. Guckt euch das mal an. Für die Küchen hier. Boah, wie cool. Der Tisch. Oh mein Gott, ich liebe diesen Tisch, ne? Ja, oh, der ist auch richtig cool. Und der ist richtig nice auch. Das ist auch cool. Überall mit diesem selben Muster, ne? Finde ich auch richtig geil. Oh, der ist auch cool. Der ist so einfach nur so schlicht. Oh, wie nice. Das auch. Boah, mit Marmor oder was? Hör mal. Wie cool. Ich klicke mal alles an, damit mir das nicht immer neu. Oh, wie cool. Angezeigt wird. Ah, guck mal, das kann man auch richtig cool hier einfach so hinstellen. Das finde ich cool. Ah, guck mal hier für den Garten. Richtig groß alles. Schminkdinger. Pflanze. Ah. Waschbecken. Noch eins. Noch eins. Hier auf jeden Fall die Waschmaschinen. Können wir die eigentlich hier hinstellen? Haben wir dafür Platz? Platz haben wir dafür nicht. Ist vielleicht im Moment auch besser. Ah, so könnten wir Wäsche waschen. Windspiel, ja, ich möchte ein Windspiel. Aus Aluminium. Ja. Danke. Oh, das will ich auch haben. Aber das möchte ich dann bitte hier mal hinstellen. Ah, Wäschekorb, Wäscheleine. Oh. So, und dieses Vogelding möchte ich auch hier haben. So, aber bitte in einer anderen Farbe. Ja, das passt. Guck mal, wie detailliert die sind, ey. So ein cooler Baum. Noch ein cooles Ding. Oh,
cool. Mega. Boah. Oh, wie cool. Hier sind dann so Bilder. Oh, guck mal, die sind cool, ne? Jo, oh, guck mal, wie schön die sind. Und das hier ist, glaube ich, auch cool, ne? Warte mal. Jo, das ist auch richtig geil. Die Bilder sind ja mega nice. Oh, guck mal, dieses hier. Oh, ich feier das hier auch. Die ganzen, diese 300 Millionen Spiegel. Mhm. Vorhänge. Oh, guck mal, hier die Deko für draußen. So ein Vogelhäuschen. Ah, für ein Bowling Center. Das hier ist so Deko. Oh, Waschmittel. Ah, Salz und Pfeffer. Ja, immer sehr gut. Ja. Ah, mhm. Bowling Pin. Oh, das sieht auch cool aus. Ah, so Picknickzeug, Kochbücher, noch mehr für die Küche. Ah, neue Teppiche. Finde ich auch immer sehr gut. Ah, guck mal, das sieht auch... Warum nicht, ne? Sieht ja gar nicht so scheiße aus. Ne, der nicht. Oh, auch... Oh, der ist auch cool. Das sieht auch gut aus. Ah, guck mal, hier noch so mit... ich glaube, die sind aus... Ja, aus Waschtag, wo auch sonst... Oh, hier ist dieser Marmorkamin. Boah. Hämmer. Deko für die Wand. Richtig cool. Ah. Ui, so ein Kranz. Boah, ganz viele Bowling-Dinger. Ein Bügelbrett. Kann man auch bügeln in Sims? Ich weiß es gar nicht. Ah, Gewürze. Pfannenwender, Messer. Oh, das finde ich ja auch immer so cool, ne? Ah, Wandabtritt. Das sind also so Bowling-Pins so hier auf dem Bild. Bowling. Hier ist alles rund um Bowling. Ah, hier so ein Schrank mit den ganzen Sachen, die man gewonnen hat oder so. Oh, das sieht auch richtig vintage aus. Hier sind auf jeden Fall... Oh, das sieht lustig aus. Ah, mit so einer Kerze. Oh, das ist richtig schön. Das finde ich richtig schön. Das finde ich aber so richtig schön. So eine Lampe. Eine Giraffenlampe oder was? Ja, ich glaube schon. Oh, guck mal, die macht richtig helles Licht. Ganz viele Lampen. Dunstabzugshaube, eine neue. So eine richtige Schickimicki-Lampe auch. Hier Deko noch. Eine stylische Uhr. Eine noch stylischere Uhr, die ich übelst nice finde. Aber ich. Nee, noch nicht. Hm. Ja. Eismaschine auf jeden Fall richtig gut. Aber wir haben erstmal die Popcornmaschine neu geholt. Oh, guck mal hier. Der Globus. 310 kostet der nur. Okay. 545. Oh, guck mal hier. Meine Meisterschaftskugel. Und das ist Plumbot-Box. Okay. So, und jetzt möchte ich euch bitte das zeigen, wovon ich vorhin geredet habe. Von dem CC. Und zwar... Ah, warte. Benutzer definiert. Da kommt auch ein bisschen was zusammen. So. Das hier hatte ich nicht übersetzt. Okay. Aber da seht ihr mal, man kann das hier so hinstellen. Und dann dazu das hier. Ist dann halt wie so ein Bett, wisst ihr? Und ich finde das richtig schön. Oder auch das hier. Das Bett kommt dann hier damit oder so. Dein Ernst jetzt? Ja, hier dann so halt. Oder halt mit dem anderen. Und ich finde das cool, dass hier dann hinten so diese Bücher noch stehen. Das gibt's halt auch für Kleinkinder noch. Und diesen Sessel, ich finde den so schön, ne? Hier noch so ein älterer Stuhl. Hier, das kann man sich auch dann auch auf das Bett stellen. So diese Kissen. Und hier für seine eigenen Häuser und sowas. Und ich habe den Test gemacht. Da gibt's auch einen extra Test für. Und ich bin in diesem Haus hier, in diesem Eulenhaus. Hier so eine... Diese Nachahmung von Sotheyas spirituellem Esstisch gibt jedem Haus einen magischen Hauch. Zu schade, dass die Kristallkugel auf dem Tisch nur Dekoration ist, auch wenn sie schöne Effekte hat. Doch, das habe ich übersetzt, aber nicht alles. Nur so ein paar Objekte. Zwei anscheinend nur oder sowas. Ah, guck mal hier, da kann man richtig schön spielen mit. Oh, guck mal hier noch so Deko, hier zum Aufhängen nochmal. Oh, guck mal, hier noch schöne Bilder. Auf jeden Fall sehr geil. Hier, da, das ist dieses Harry Potter-Nachmachen. Dann wisst ihr, wie ich meine.
Auf jeden Fall richtig geil, finde ich. Ja, okay. Hier ist der Spiel. Den habe ich übersetzt. Den hatte ich eigentlich übersetzt. Das weiß ich. Ne, den hatte ich übersetzt. Suchst du nach einem mystisch ausschauenden Spiegel? Gut, dann guck nicht weiter, denn das hier ist garantiert der richtige. Er war Bestandteil von The Sims 3 Supernatural. Ja, den gab es nämlich in Sims 3 Supernatural, Leute, falls ihr euch das jetzt gefragt habt. Ich finde diesen Spiegel auch so schön, ne? Eine kleine, Dingskugel. Hier, da, dieses. Das ist so süß. Vogelkäfig gibt's auch. Man kann wahrscheinlich die Eule da reinstellen oder sowas. Hier noch mit Zauberstab und hier ist mystisches Feuer. Genau, das ist jetzt, genau das hier, das ist nämlich dieser, ich habe nämlich von Pufferhead übersetzt und dann diesen Zauberei-Mod. So, mystisches Feuer. Da gibt es nämlich auch eine Geschichte, Morgana Goth-Statue. Da könnte ich irgendwann mal so ein Grundstück machen, wo wir dann diese Geschichte, das ist nämlich eine richtige Geschichte, die man da zu spielen kann, Leute. Das ist richtig krass. Guck mal, dieser Bär. No. Und hier, da ist aus einem anderen Dings noch was. Und hier, so was man sich übers Bett hängen kann. Finde ich auch richtig cool. Wartet. Hier, so Lichter. Oh. Butterbier. Also, so was in der Art, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So. Feier ich. So, das wollte ich euch noch zeigen. So, gut. Er ist schon wieder da. Was ist mit ihm? Wo bist du überhaupt jetzt? Du wischst noch. Ja. Weil die Jenny keinen Bock hat, die olle Nuss. Getränke mixen. Was? So teuer? Irgendwie nicht, ne? Aber wir könnten ja mal. Web. Fühlt sich zu unwohl. Oh, Mädchen. Dann kauf dir doch Medikamente, du Nuss. Bestellung. Am besten kaufe ich mir schon 4 oder so. Gewürzfestival ist in der Stadt. Geil. Wo ist das hier? Und ich hoffe, danach geht's dir jetzt mal endlich gut, du Nuss. Ist doch schon auf heiß. Was ist hier denn noch kalt? Weil frieren durch kalte Temperaturen. Aber wir haben doch die Zerheizung an. Die Zerheizung. Och. Also irgendwie geht's dir, glaube ich, nie gut. Warum lesen Menschen Bücher? Das ist ganz einfach, weil sie den Autor mögen. Du hast einen guten Ruf und das ist alles, was zählt. Wir können eine berühmte Schriftstellerin aus dir machen. Normalerweise würdest du mit einem kleinen Blog anfangen, den niemand liest, aber weil du so eine große Nummer bist, möchten wir dich zur Verfasserin regelmäßiger Beiträge machen. Nein, danke. Aber apropos, wir könnten direkt mal nach Auftritten suchen, damit wir mal wieder in einer Sitcom auftreten können, aber wir sind ja Sitcom-Star, Leute. Guck mal, wir können das mal richtig hochziehen hier mal. So, also, was für einen Auftritt holen wir uns? Eine Sitcom, Leute. Sitcoms sind immer lustig. Sitcoms, obwohl, gibt bestimmt noch traurige oder so. CBB, kurz vor der Apokalypse, Weißkittel, ich glaube, ich würde Weißkittel mit Herz nehmen. Wir sind auf der Suche nach Talenten, die professionell Doktor spielen können, möchten. Ich habe gerade Schluck auf. Es sind nicht nur Kardiologen, die im Rhodesia-Krankenhaus den Puls messen. In dieser Staffel untersuchen die charmanten Ärzte Fälle von steigender Körpertemperatur und errötenden Wangen. Das hört sich doch gut an. Das machen wir. Also, Level 5 der Charisma-Fähigkeit. Wir sind Level 6. Das passt. Ich hoffe, bis dahin sind wir wieder gesund. Warte, was? Hat ihre Periode. Ach so, deswegen geht's ihr so schlecht, oder was? Deshalb hat sie Kopfschmerzen. Deswegen ist ihr bestimmt kalt. Ich hab doch Medizin genommen. Was wollt ihr denn von mir? Guck, hier, Medizin. Ne, warte. So. Lustig. Hä, jetzt fiebrig? Sag mal, wollt ihr mich alle verarschen? Ich verstehe das nicht. Kann ich irgendwas anderes noch im Web bestellen? Bestellung. Nee, kann ich nicht. Was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Aber du kannst mal deine PR-Agentur kontaktieren und auf die Gästeliste eines Promis gelangen.
Gelangen. Ist das das richtige Wort? Ich glaube schon. So, und hier kannst du auch nochmal auffüllen, bitte. Und dann kannst du dich mal um Gracie kümmern. Auf Couch verwöhnen und ein bisschen kennenlernen wieder. Ein bisschen umarmen. Das passt doch dann sehr gut. Ich hasse die Kakerlaken. Ich bin froh, wenn wir hier ausziehen, weil wir unseren Nachbarn auch nicht mögen. Du hast also mit anderen Promis abhängig. Ich schicke dir sofort eine Adresse. Geh sofort hin. Das machen wir. Kannst du dir davor nicht irgendwie so was richtig schick Geiles anziehen oder so? Hier so Outfit ändern in Party. Ist vielleicht ein bisschen kalt, aber auch nur ein bisschen. So, ja, geil. Jetzt sind wir alleine mit der Hanna und die muss gleich auch gehen. Läuft auf jeden Fall richtig gut, hör mal. Richtig gut läuft das wieder hier. Ein bisschen. Hä, ich hab doch die Dings. Ah. Was machst du denn jetzt hier? In der Lounge ein Talentwettbewerb. Du solltest doch. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Die Judith, hör mal. Kannst du der Judith nicht mal eine SMS schicken? Mit der bist du doch so gut befreundet. Kannst du dann Ricardo auch mal eine SMS schicken? Kann dir ja jetzt jeden Tag machen. So, ich vermisse dich über alles. Ich vermisse dich, ich vermisse dich, ich vermisse dich. Wo ist Chips? Da ist Chips, okay. Der wird voll vernachlässigt, der Arme. Bürsten. Umarmen. Ach ja, die kleinen Tiere sind eigentlich schon ganz niedlich. Das ist auch noch gut, finde ich gut, dass es gut ist. Kannst du nicht, kann die die Judith einladen, hier abzuhängen? Jetzt mal ohne Scheiß. Geht das? Judith wird gleich da? Was? Nein. Jetzt ernsthaft? Judith der Weltstar? Nein. Jetzt ehrlich? Boah, das nervt gerade das Geräusch. Hör mal. Wo ist die Judith? Bist du die Judith? Du bist die Judith. Sieht aber ganz schön anders aus für die Judith. Hör mal. Hat die nicht immer so blonde, große Haare gehabt? Warum gehst du nicht rein, Judith? Du bist nicht die Judith. Das ist eine andere. Das ist eine andere. Geil. Hä, wo ist denn die Judith? Ist Judith hier? Wer ist er denn? Nee, das ist nicht Bruno. Wo ist denn die Judith? Hallo, Judith. Judith hat uns verarscht. Die hat keinen Bock auf uns. Die kommt erst gar nicht hier hin, ey. Du musst arbeiten gehen. Lass mal eben Chips in. Oh, lass Chips in Ruhe. Wie nett. Na, kann man nicht ändern, ne? Ich glaube, die Judith ist irgendwie gestorben oder so. Boah, kannst du mal aufhören, kokett zu werden? Das nervt langsam. 16 Minuten, dann ist sie, glaube ich, nicht mehr. Dann gibt es, glaube ich, kein Hin und Her mehr. Das geht schon mal nicht. Warte. So. Tschüss. Tschüss, Emotion. Warum geht das nicht weg? Auf jeden Fall, du kannst erstmal hier fleißig arbeiten gehen. So, jetzt bleibt das hoffentlich. Jetzt geht's ihr schlecht. Jetzt ist sie kokett. Sag mal, können die sich mal entscheiden? Boah, ihr seid so anstrengend, Leute, ne? Ich glaube, ich muss den Mod rausholen oder sowas, weil das ist ja nicht normal. Komm, Latinpop. Kannst du nicht Latinpop tanzen? Ey, ich raste gleich aus, wenn er so weiter rumswitcht, ne? Und tanzt sie so? Nee, irgendwie nicht. Hier geht's auch schlecht, ne? Jetzt. Fuego, fuego.
Ich würde sagen, dass sie sich auch direkt hinlegt nach einem kleinen Snack noch. Komm, ist einfach noch ein bisschen Popcorn hier. Ein Gericht nehmen. Nonna kann's auch gerne schlafen gehen. Weil ihr geht's richtig. Sie ist richtig, bin ich froh, wenn die Periode vorbei ist dann, weil das ist immer schrecklich. Stimmungsschwankungen, ne? Aber wie tanzt man so? Fuego, fuego. Habe ich das nicht gerade weggemacht? Komisch. Ist das das? Ne, es ist ein anderes. Die Hanna hat jetzt richtige Lesera. Boah, ich dachte gerade, wer kommt da raus? Nur weil du eifersüchtig bist, du kleine Fons. Guck mal, wie viele Leute wir kennen. Finde ich cool. Mit meinen Sims habe ich sonst immer nie Leute gekannt. Immer nur den eigenen Haushalt. Okay, aber die hat auch 4 Kinder. Kein Wunder, dass sie nicht rumkam in der Welt. Komm, iss bitte, dann kannst du schlafen gehen. Fuego, fuego. Boah, ich feiere dieses Lied. Fuego, fuego. Grausamer Fan, ja. Schicksal, ne? Was ist los, Gracie? Wo ist Gracie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann sie jetzt erstmal schlafen gehen und dann. Ne? Fuego, fuego. Und sie müsste mal dringend auf die Toilette, weil sie eine Blasenentzündung hat. Wegen Leben. Also dieser Mod macht das Spiel, zwar bereichert das Spiel, aber nicht unbedingt im positiven Sinne. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, Ende oder was? Ja, ich glaube, es ist Ende. Bis wann musst du eigentlich arbeiten? 2 Uhr morgens. Ja, komm. Wegen Slice of Life. Sie ist aber ganz schön oft hier. Hieß das nicht vorher unwohl? Unsicher. Immer, was ist das denn? Boah, zum Glück will ich gerade so eine Stanze, ja, ja. Das finde ich ganz schön peinlich. Ach ja, warten wir noch kurz, bis sie da ist, dann werde ich die Folge auch beenden. Vielleicht werden wir ja befördert. Werden wir nicht. Werden wir nicht. Leider werden wir das nicht. Die Folgen in letzter Zeit eh mal ein bisschen länger, ne? Kritische Situation auf jeden Fall. Ich werde gleich auch schon mal anfangen hochzuladen. Das ist, glaube ich, die 4. Folge, die ich aufnehme. Ich muss auch noch hier Schwarze Witwe mal wieder aufnehmen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, Leute. Da müssen wir auch mal weiterkommen. Oh mein Gott, das ist ein Regenbogen. Sich gerade zufällig. Ja, geil. Oh, wir müssen dringend hier ausziehen. Ich kriege hier einen Kollaps. Können wir nicht selber so einen Flohmarkt machen oder sowas? Komm, bitte komm nach Hause, komm nach Hause, komm nach Hause. Jetzt, zack. Zack. Hallo, komm nach Hause. Sie macht Überstunden. Ach du Scheiße, sie macht Überstunden. Eine Stunde Überstunden bestimmt. Oh, 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 oh. Hallo? Kannst du mal jetzt bitte wieder zurückkommen? Hat die einfach eine Stunde Überstunden gemacht, die Olle? Mann, Mann, Mann. Vergiss nicht, jeden Tag zu lächeln, denn das verbessert nicht nur deine Lotte, sondern ist auch extrem. Darf ich mal eben ganz laut. Wir haben wieder Strom. Der Strom war gerade weg. Komm, geh auf Klo. Geh auf den Pott. Los, das schaffst du. Ich glaub an dich. Los, pinkel. Ah, sehr gut. Gib einen Daumen nach oben.
Oh, warum Blasenentzündung? Nein, das ist dein Bett. Du bist nicht mit Jenny. Hallo? Hallo? Gehst du mal bitte. Was ist das immer für ein Bug hier? Egal. Ich werde die Folge beenden. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.